Adam, soll ich dir den Baum der Ewigkeit und Herrschaft zeigen? Wir schreiben das 7. Jahrhundert nach Christus. Prophet Mohammed kam in der Stadt Mekka, in der sich die Kaaba befindet, auf die Welt. Sein Vater Abdullah verstarb allerdings, als Mohammed noch im Mutterleib war. Sein Großvater Abdul-Muttalib war der angesehene Führer von Mekka und besaß sogar die Schlüsseln zur Kaaba. Die Kaaba, die das älteste bzw. erste Gotteshaus der Welt ist, stand bereits vor Mohammed in Mekka, und zwar schon ganz am Anfang. Sie wurde nämlich ursprünglich von Prophet Adam errichtet. Die Geschichte der Kaaba nahm aber eine dramatische Wendung, als zur Zeit von Prophet Noah die Sintflut sie vorübergehend verschwinden ließ. Doch durch Gottes Plan wurde die Ruine Jahrtausende später von Prophet Abraham gefunden, der mit seinem Sohn Ismael im Auftrag Gottes die Kaaba an der gleichen Stelle wiedererrichtete und somit die Grundlage für die Stadt Mekka legte. Im Laufe der Zeit gerieten aber die Lehren von Abraham und die wahre Bedeutung der Kaaba in Vergessenheit. Die Menschen von Mekka wurden zu Götzendienern und die einst strahlende Bedeutung des Heiligtums verblasste unter all den steinernen und hölzernen Götzen. Trotzdem blieb die Kaaba ein stummer Zeuge der Zeit und durchlief äußere Veränderungen, mal vollständig wieder aufgebaut, mal sorgfältig renoviert. Doch seit Anbeginn thronte sie an demselben heiligen Fleck, eine unerschütterliche Konstante inmitten des Wandels. In der Zwischenzeit erschienen weitere Propheten wie Josef, Moses und Jesus in verschiedenen Ländern und Gemeinschaften, um den Menschen die Botschaften des allmächtigen Gottes zu überbringen. Doch es gab immer jene, die sich gegen diese Botschaften sträubten. Auch die Lehren von Jesus und seine öffentlichen Taten verärgerten sowohl die religiösen Führer seiner Zeit als auch die römischen Autoritären. Und zwar so sehr, dass eine Festnahme angeordnet wurde. Findet und verhaftet ihn! Jawohl! Als ob das nicht genug wäre, hat Judas, einer der Gefährten von Jesus, ihn verraten und seinen Aufenthaltsort preisgegeben. Ich weiß, wo Jesus ist. Folgt mir! Schließlich wurde Jesus von einer Gruppe von Soldaten und Anhängern der religiösen Führer verhaftet. Jesus wurde überstürzt verurteilt und der Plan war, ihn ans Kreuz zu schlagen. Kreuzigt ihn! Denn die Kreuzigung war zu jener Zeit eine gängige Form der Hinrichtung. Doch der allmächtige Gott, frei von Raum und Zeit, unabhängig von den uns vertrauten physikalischen Gesetzen und den Grenzen jeglicher Dimensionen, hatte einen ganz eigenen Plan. Mitten im Strudel dieses Tumults und Chaos, als die Ereignisse sich überschlugen, entfaltete der allmächtige Gott ein Wunder von epischer Tragweite, das den Lauf der Geschichte in eine völlig neue Richtung lenken sollte. Das Aussehen von Jesus wurde einer anderen Person gegeben und den wahren Jesus ließ der allmächtige Gott in den Himmel oder wie man es heutzutage formulieren könnte, fernab von Raum und Zeit sowie unserer Dimension und aller bekannten physikalischen Gesetze emporheben. Die Vermutung liegt nahe, dass der Mann, der anstelle von Jesus ans Kreuz genagelt wurde, tatsächlich Judas war, der Jesus zuvor verraten hatte. Dieses göttliche Wunder führte zu einer verwechselten Identität und gerechter Vergeltung für seinen Verrat. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, Jesus sei gekreuzigt worden, wurde in Wahrheit ein Verräter gekreuzigt. Und für Jesus war eine einzigartige Bestimmung vorhergesehen. Er sollte bis zu seiner Rückkehr auf die Welt in einer uns unbekannten Ort einer anderen Dimension weiter existieren. Diese bemerkenswerte Geschichte setzte den Grundstein für die Sehnsucht nach seiner Wiederkunft, die bis heute anhält. 600 Jahre nach diesen außergewöhnlichen und faszinierenden Ereignissen in Jerusalem betrat Mohammed die Bühne der Weltgeschichte in Mekka. Sowohl Mohammed als auch Jesus und alle anderen Propheten gehören im Grunde genommen einem bestimmten Stammbaum an. Angefangen bei Adam und Eva entzweigte sich der Nachkomme von Prophet Abraham durch seine beiden Söhne Ismael und Isaak und reicht bis zu Jesus und Mohammed, dem vorletzten und letzten Propheten. Alle Propheten wiesen verschiedene Wunder auf. Prophet David konnte zum Beispiel Eisen mit seinen bloßen Händen erweichen. Prophet Moses trennte das Meer und Jesus sprach als Säugling und erweckte Tote zum Leben.
Auch Prophet Muhammad wies verschiedene Wunder auf. Die Wunder begannen jedoch bereits, als er noch im Mutterleib war. Denn ein paar Monate bevor er geboren wurde, ereignete sich etwas Ungewöhnliches in Mekka. Mekka war damals eine blühende Handelsstadt, von Kaufleuten beherrscht, deren Reichtum durch ein einmaliges Privileg noch vervielfacht wurde. In Mekka hatten nämlich die Götzen ihre Heimstatt. Jedes Jahr, zur Zeit des großen Marktes, brachten die Priester der Wüste ihre Idole und Götzenbilder in die Obhut der Kaaba. Sowohl im Inneren als auch um die Kaaba herum standen hunderte Götzen, die von den Menschen angebetet wurden. Die Religion, die Abraham einst an diesem Ort gelehrt hatte, war schon lange in Vergessenheit geraten. Die Kaaba, die einst im Namen des einen einzigen Gottes erbaut wurde, war nur noch ein Rastplatz für steinerne und hölzerne Skulpturen geworden. Dennoch war sie besonders, einzigartig und begehrt. Denn die Geschichte der Kaaba und ihre Verbindung zu Propheten wie Adam, Noah und Abraham machte sie zu einem magischen Ort, der die Menschen schon immer faszinierte. Im Jemen regierte zu jener Zeit der äthiopische Vizekönig Abraha al-Ashram, dem der Ruhm Kaabas bzw. Mekkas ein Dorn im Auge war. Er wollte der mächtigste und reichste Mann auf der arabischen Halbinsel sein und ließ daher ein viel größeres und prächtiges Gebetshaus bauen, in der Hoffnung, die Menschen würden dann in den Jemen und nicht mehr nach Mekka pilgern. Dieser Plan war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Die Menschen unternahmen weiterhin ihre Wallfahrten nach Mekka. Zu beliebt war dieses Heiligtum aus ganz simplen und natürlichen Steinen, als dass man sich von einem goldenen Tempel an einem anderen Ort hätte blenden lassen. Dieser Misserfolg gefiel Abraha al-Ashram ganz und gar nicht. Er beschloss, Mekka zu erobern und die Kaaba zu vernichten, damit die Menschen gezwungen waren, sich einen neuen heiligen Ort zu suchen. Er stellte eine starke Armee auf und besorgte Elefanten aus Indien, auf die seine Soldaten reiten sollten. Solch ein Elefantenheer galt damals als unbesiegbar. Diese Nachrichten sorgten für große Unruhe bei den Mekkanern. Ein Kampf gegen die übermächtige jemenitische Armee schien nämlich zwecklos. Das Volk in Mekka entschied sich, die Kaaba ihrem Schicksal zu überlassen und auf die umliegenden Berge und Hügeln zu fliehen. Das gewaltige Elefantenheer, 60.000 Mann stark, marschierte unaufhaltsam auf Mekka zu. Doch plötzlich geschah etwas Unerklärliches, etwas Außergewöhnliches. Unmittelbar vor den Toren der Stadt verweigerten die majestätischen Elefanten den Eintritt. Verzweifelt versuchte man, sie mit Seilen und Schlägen in Richtung der Kaaba zu zwingen, doch ihre Unnachgiebigkeit stürzte das Heer in Unruhe und brachte Chaos über die Krieger. Und als wäre das nicht genug gewesen, tauchte am Horizont ein gigantischer Vogelschwarm auf, dessen Ausmaße den gesamten Himmel zu verschlingen schienen. Eine unheimliche Aura legte sich über das Schlachtfeld, als die erste Phase der unheilvollen Bestrafung begann. Die Elefanten und Pferde gerieten in Panik. Ihre donnernden Hufe hinterließen verheerende Spuren auf dem Boden, während sie die Soldaten in ihrer Flucht niedertrampelten. Eine Szene des Chaos, wie sie selten in der Geschichte zu finden war. Doch das war noch nicht das Ende des Schreckens. Die zweite Phase der grausamen Strafe offenbarte sich, als die Vögel über das Heer flogen. Jeder Vogel trug Steine in seinen Schnabel und Krallen. Wie die Boten des Verderbens flogen sie über die Armee hinweg und ließen die todbringenden Geschosse auf die ahnungslosen Soldaten regnen. In diesem apokalyptischen Moment wurden die Krieger tödlich verwundet und ihre Schreie erfüllten die Luft. Das unbesiegbare Elefantenheer, bestehend aus 60.000 Soldaten, wurde ohne menschliche Widerstand besiegt und die Kaaba bzw. Mekka wurde gerettet. Kurze Zeit später, noch im selben Jahr, erblickte ein ganz besonderer Knabe, in einer besonderen Nacht und in dieser besonderen Stadt, das Licht der Welt. Mohammed wurde geboren. Die Nacht seiner Geburt wurde von übernatürlichen Ereignissen begleitet, die historisch dokumentiert sind. Es wird berichtet, dass Amina, die Mutter des Propheten, eine schmerzlose Geburt voller Leichtigkeit und Freude erlebte. Eine Geburt, die von göttlicher Gnade getragen schien. Doch nicht nur das. Als Muhammad das Licht der Welt erblickte, spürten die Götzen in der Kaaba eine unerklärliche Kraft und fielen ehrfurchtsvoll um. In der fernen Stadt Medina zeichnete sich am Himmel ein leuchtender Stern ab, der die Juden in Erstaunen versetzte und von Bedeutung zu sein schien.
Die Wunder dieser Nacht erstreckten sich sogar über die Grenzen des Bekannten hinaus. In Syrien erhellte ein strahlendes Licht die Schlösser. Das Feuer der Zarathustra, das über 1000 Jahre ununterbrochen brannte, erlosch. Der Gerichtssaal im Palast des persischen Königs erzitterte und stürzte ein, als ob die Welt selbst die Ankunft dieses besonderen Knaben begrüßte. Gleichzeitig trat der Fluss Tigris über die Ufer, als würde die Natur selbst ihre Kräfte in Ehrfurcht vor diesem einzigartigen Ereignis zeigen. Diese Nacht war mehr als nur eine Geburt. Sie war ein Schauspiel von übernatürlicher Bedeutung, ein Vorzeichen einer Zeit, die die Welt für immer verändern würde. Die damaligen Juden sehnten sich seit langem nach einem neuen Propheten bzw. einem Erlöser, wie es ihre alten Schriften prophezeiten. Die wundersamen Ereignisse jener besonderen Nacht bestärkten sie in ihrem Glauben, dass die Zeit für das Erscheinen eines neuen Propheten gekommen sein müsste. Eifrig begannen sie, Informationen über alle hebräischen und jüdischen Neugeborenen in der Region zu sammeln, in der Hoffnung, ihren erwarteten neugeborenen Propheten zu finden. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Wir sammeln Informationen über neugeborene männliche Babys in der Gegend. Können Sie uns einige Informationen geben? Sie sind ja die Hebamme dieses Dorfes. Selbstverständlich. Was wollt ihr denn wissen? Ist Ihnen bei eines der jüdischen Babys etwas Ungewöhnliches oder gar Außergewöhnliches aufgefallen? Nein, an nichts Ungewöhnliches kann ich mich erinnern. Hat eines der Babys ein auffälliges Muttermal am Rücken? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die Bemühungen der Juden erwiesen sich als vergeblich. Denn ihre Suche war von Anfang an auf die hebräischen und jüdischen Säuglinge beschränkt, ohne zu ahnen, dass der neugeborene zukünftige Prophet zwar Araber war, aber seine Wurzeln bis zu den Söhnen Ismaels zurückreichten. Denn Muhammad gehörte genealogisch zu den Nachkommen von Prophet Abraham, einer Linie, die bis zu den Anfängen der Menschheit zurückreichte. Die Geschichte begann nämlich vor unermesslich langer Zeit mit der Erschaffung von Adam und Eva. Adam, der sowohl der erste Mensch als auch der erste Prophet Gottes war, lebte nach den Überlieferungen rund 1000 Jahre. Er und Eva hatten laut den Schriften 125 Kinder, die sich über die Erde verbreiteten. Einer dieser Söhne namens Seth wurde ebenfalls von Gott zum Propheten auserwählt. Einige Generationen später kam Henoch auf die Welt, ein Nachkomme des Propheten Seth, der im Laufe seines Lebens ebenfalls den Rang eines Propheten erreichte. Dieser war der Urenkel 5. Grades des Propheten Seth und gleichzeitig der Urgroßvater 3. Grades des Propheten Noah, der mit dem Bau der Arche bekannt ist. Prophet Noah hatte 4 Söhne, Sem, Jam, Ham und Japhet. Jam ist während der berühmt-berüchtigten Sintflut gestorben, da er ungläubig war und nicht in die Arche seines Vaters einstieg. Auf die anderen 3 Söhne Sem, Ham und Japhet geht die Aufspaltung der Menschheit zurück. Von diesen 3 Söhnen stammen nämlich die verschiedenen Völker bzw. Zivilisationen unserer Erde ab. Von Sem stammen viele Zivilisationen ab, wie die Araber, Assyrer, Phönizier, Hebräer und Griechen, die sich in den Ländern des Nahen Ostens und des östlichen Mittelmeerraums ausbreiteten. Sie bildeten semitische Rassen und sprachen die semitischen Sprachen, darunter Akkadisch, Aramäisch, Arabisch, Abessinisch und Hebräisch. Afrikaner hingegen werden mit Ham in Verbindung gebracht und als Hamiten bezeichnet. Sie sollen Afrika zu ihrer Heimat gemacht haben. Sie sollen mit den Semiten, aber nicht mit den Arabern verwandt sein. Dabei ist zu bemerken, dass zum Beispiel die Ägypter oder andere vermeintliche arabische Völker Nordafrikas im Grunde genommen keine Araber sind, obwohl sie den Arabern am nächsten stehen und Arabisch reden. Sie gehören genau wie alle Völker Afrikas zu den Hamiten, die später arabisiert wurden. Japhet, der 3. Sohn, wird als Stammvater der nordischen und asiatischen Nationen angesehen, die sich von Europa bis Asien ausbreiteten. Japhet erfüllte den Auftrag Gottes, die Erde zu bevölkern, wohl am weitesten. Der Stammbaum der Propheten setzte sich allerdings von Sem aus fort, während sich die Linie durch die 2 Söhne verzweigte. Im Laufe der Zeit wurden Hud, Shiloh, Lot und Shuaib als Propheten auserwählt. Prophet Abraham, der Urenkel 6. Grades von Sem, gilt als bedeutender Stammvater der abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam.
Abraham und seine beiden Söhne, Ismael und Isaak, die ebenfalls Propheten waren, spielen nämlich eine zentrale Rolle in allen drei Weltreligionen. Denn viele Propheten, wie zum Beispiel Moses und Jesus, stammen von Prophet Jakob ab, der der Sohn von Isaak war. So war Moses zum Beispiel der Urenkel fünften Grades und David der Urenkel vierten Grades des Propheten Isaak. Nach Prophet David kam Salomon und viele Generationen nach Salomon kam Joachim, der zwar kein Prophet, aber der Vater von Maria war, die Jesus auf die Welt brachte. Viele der bekannten Propheten stammen von Isaak ab, einschließlich Jesus. Für Ismael war allerdings ein ganz besonderer Nachfahre bestimmt. 600 Jahre nach Jesus kam nämlich Mohammed, der Siegel aller Propheten, in Mekka auf die Welt. Er stammt viele Generationen von Prophet Ismael ab, also dem anderen Sohn des Propheten Abraham sowie der Bruder des Propheten Isaak. Somit war Abraham der gemeinsame Urgroßvater und Vorfahre, je nach Grad, der beiden Propheten Jesus und Mohammed sowie der vielen anderen Propheten. Dementsprechend spricht theologisch und genealogisch nichts dagegen, dass Mohammed auch der erwartete Prophet der Juden und Christen war. Natürlich ganz abgesehen davon, dass er für die gesamte Menschheit gesandt wurde. Doch die damaligen Juden schienen all das nicht in Betracht gezogen zu haben und konnten den neugeborenen zukünftigen Propheten nicht identifizieren und finden. Vielleicht sollten sie ihn aber auch nicht finden. Und genau deswegen stammt Mohammed vielleicht von Ismael ab. Offensichtlich war all das der Plan des allmächtigen Gottes. Er, der allmächtige Gott selbst, weiß es natürlich besser. In den Zeiten vor dem Islam war es bei den Arabern üblich, ihre Kinder einer Amme, also einer Milchmutter, außerhalb der Stadt anzuvertrauen, um ihnen eine bessere Gesundheit und Widerstandsfähigkeit zu ermöglichen. Doch für den neugeborenen Mohammed war eine ganz besondere Frau bestimmt, Halima Sadia. Von dem Moment an, als sie Mohammed in ihre Obhut nahm, brachte er Glück und Segen in ihr Leben. Obwohl sie zuvor von Armut und Not geplagt war, fand sie plötzlich ein glückliches und erfolgreiches Leben. Ihre Brüste, einst trocken, wurden mit Milch gefüllt und die Weiden für ihre Schafe und Kamele wurden grün und frisch. Die Menschen um ihn herum erkannten dieses wunderbare Phänomen und bezeugten es. Sogar Halimas Ehemann Haris konnte nicht anders als zu staunen und sagte: Welch ein gesegnetes Baby wurde uns gegeben. Die Jahre vergingen und Mohammed wuchs bei seiner Amme Halima auf. Doch nur ein paar Jahre, nachdem er wieder mit seiner Mutter vereint war, trennte sie das Schicksal erneut. Amina erkrankte und verstarb und Mohammed wurde endgültig zu einer Vollwaise. Er war noch jung, als sein Großvater Abdul Muttalib ihn liebevoll aufnahm und viel Zeit mit ihm verbrachte. Während die meisten Menschen in Mekka die Götzen anbeteten, blieb Abdul Muttalib einer der wenigen, die an den einen wahren Gott glaubten. Sein Glaube war ein kostbarer Schatz, den er tief in seinem Herzen bewahrte, während er sich äußerlich vor der Ignoranz der Menschen verschloss. Doch das Leben brachte weitere Herausforderungen mit sich, als Abdul Muttalib in hohem Alter erkrankte. Im Angesicht des Todes bat er seinen Sohn Abu Talib, Mohammed in seine Obhut zu nehmen und ihn wie einen eigenen Sohn zu lieben und zu pflegen. Abu Talib erfüllte diese Aufgabe mit Hingabe und Liebe und so wurde Mohammed von einer fürsorglichen Familie umgeben, die ihn unterstützte und beschützte. In diesem fesselnden Schauspiel des Lebens zeigt sich die unwiderstehliche Führung des Schicksals und die Wege, auf denen die Weisheit des allmächtigen Gottes sich entfaltet. Mohammeds Reise ist gesäumt von bemerkenswerten Menschen, die alle auf ihre Weise dazu beitrugen, dass er zu dem Propheten wurde, der die Welt für immer verändern sollte. Als Kind zeigte Mohammed nach wie vor verschiedene Wunder und ungewöhnliche Zeichen. Als er zwischen 9 und 12 Jahren seinen Onkel Abu Talib auf einer Reise nach Syrien begleitete, kreuzte ihr Weg das Kloster eines Mönchs namens Bahira. Dieser Gelehrte hatte die alten Schriften studiert und aus ihnen erkannt, dass die Ankunft des letzten Propheten nach Jesus unmittelbar bevorstand. Doch noch nie hatte er sich Gedanken darüber gemacht, diesen zukünftigen Propheten mal treffen zu können. Bis auf den Tag, an dem die Handelskarawane von Abu Talib, in der sich auch Mohammed befand, in der Nähe vom Kloster Halt machte. Vom Fenster seiner Zimmer im Kloster aus hatte der Mönch beobachtet, wie eine einzige Wolke die Karawane verfolgte
und ihr Schatten sie vor der Hitze bewahrte. Fasziniert von dieser ungewöhnlichen Erscheinung, lud der Mönch die Karawanengäste zu einem Essen ein, in der Hoffnung, den besonderen Menschen zu entdecken, von dem er aus den alten Schriften wusste. Doch zunächst schien kein Gast besondere Merkmale aufzuweisen. Als er die Gäste aber fragte, ob wirklich alle von der Karawane anwesend sind, sagte man ihm, dass nur ein Junge namens Mohammed wegen seines jungen Alters beim Gepäck geblieben ist. Bahira bat daraufhin die Gäste drum, den jungen Mohammed ebenfalls zum Tisch zu holen. Als Mohammed dann kam, merkte der Mönch, dass er das gefunden hatte, wonach er suchte. Er spürte nämlich etwas Einzigartiges in diesem Kind und begann, ihn intensiv zu beobachten. All die Merkmale, die er aus den alten Schriften kannte und auf den zukünftigen Propheten hinwiesen, fand er bei Mohammed wieder. Zudem wusste er als Christ aus der Bibel, dass Jesus und Moses zu ihren Zeiten den kommenden letzten Propheten verkündet hatten. Einst beauftragte nämlich der allmächtige Gott Moses als Propheten. Die Geschichte von Moses beginnt mit seiner Geburt in Ägypten. Zu dieser Zeit herrschte der Pharao über das Land und unterdrückte die Israeliten, die in Ägypten als Sklaven lebten. Zu jener Zeit bereitete eine Prophezeiung dem Pharao Sorgen. Denn Pharao hatte etwas Außergewöhnliches geträumt. Er sah im Traum, dass ein Kind der Israeliten in Zukunft eine Bedrohung für seine Herrschaft darstellen würde. Die israelitische Gemeinschaft in Ägypten war zu dieser Zeit stark angewachsen. Und der Pharao fürchtete, dass sie sich gegen seine Herrschaft auflehnen könnten. Aus diesem Grund befahl er, dass alle neugeborenen männlichen Kinder der Israeliten getötet werden sollten, um die vermeintliche Bedrohung abzuwenden. Doch das Schicksal hat seine eigenen Wege. Und die Mutter von Moses wagte einen Akt der Rebellion gegen die grausame Ordnung. Den kleinen Moses setzte sie in einem Korb auf dem Nil aus, in der Hoffnung, sein Leben zu retten. Die Strömungen führten den Korb bis an die Mauern des königlichen Palastes, wo das Schicksal seine Fäden spannte. Die Frau von Pharao, von Mitleid berührt, entdeckte das unschuldige Kind und beschloss, es zu adoptieren und als ihr eigenes aufzuziehen. Moses, einst dem Schicksal des sicheren Todes nahe, fand stattdessen sein Zuhause im prunkvollen Palast, wo der Reichtum ihn umgab und ihm die Tore öffnete. Als Moses heranwuchs, erkannte er aber seine israelitische Herkunft und entwickelte ein tiefes Mitgefühl für sein Volk, das unterdrückt wurde. Schon seit jeher fühlte er sich innerlich aufgewühlt von den Geschehnissen, die in Ägypten ihren Lauf nahmen. Eines Tages geschah dann der Augenblick, der alles veränderte. Moses wurde vom allmächtigen Gott auserwählt und zum Propheten berufen. Er erhielt die Aufgabe, die Botschaft des einen einzigen Gottes zu verkünden und die Israeliten aus der Tyrannei des Pharaos zu befreien. Mittlerweile waren mehrere Jahre vergangen und auf dem Thron nahm der Sohn des einstigen Pharaos als der neue Pharao Platz. Im Auftrag Gottes begab sich Moses zum Pharao und forderte die Befreiung der Israeliten, allerdings vergeblich. Weder glaubte der Pharao an die Berufung als Prophet noch an den einen einzigen Gott und verweigerte die Freilassung der Israeliten. Moses zeigte viele Wunder und Zeichen. Doch der Tyrann wollte nach wie vor nicht glauben und hielt am Hochmut fest. Dann griff die Macht Gottes ein mit Plagen, die Ägypten heimsuchten. Das Nilwasser verwandelte sich in Blut, was zu Fischsterben und untrinkbarem Wasser führte. Das Land wurde von Fröschen überflutet, die überall auftauchten, auch in den Häusern der Ägypter. Läuse überfielen die Menschen und das Vieh. Ein heftiger Hagelsturm zerstörte Feldfrüchte und Bäume. Schwärme von Heuschrecken fraßen die verbliebenen Pflanzen und Bäume und eine Finsternis, so dicht wie die Verzweiflung, legte sich über das Land. Am Ende dieser endlosen Prüfungen gab der Pharao nach und die Israeliten erhielten die Erlaubnis, aus den Fesseln ihrer Gefangenschaft auszubrechen. Doch das Herz des Pharaos verhärtete sich erneut. Er und seine Armee folgten den flüchtenden Israeliten bis zum Ufer des Roten Meeres. Gefangen zwischen den Wassern und der drohenden Armee schien es, als sei ihr Schicksal besiegelt. Doch in einem atemberaubenden Moment hob Moses seinen Stab und die Gnade Gottes spaltete das Meer vor ihnen auf. Ein trockener Pfad erschien und die Israeliten eilten hindurch. Die ägyptische Armee folgte ihnen. Doch als die Israeliten sicher waren, ließ der allmächtige Gott das Wasser zurückströmen.
Die Wellen verschluckten die Armee des Pharaos und die Macht Gottes manifestierte sich in einem triumphalen Sieg. Gerettet von den Fluten erreichten die Israeliten die stille Weite der Wüste und fanden Zuflucht am Fuße des Berges Sinai. Hier, auf dem Gipfel der Offenbarung, erhielt Moses die Gebote Gottes. Diese göttlichen Gesetze sollten nicht nur das Verhalten der Israeliten regeln, sondern auch ein zeitloses Fundament für Moral und Recht legen. Eines Tages sprach Gott, gerichtet an die Israeliten, zu Moses und sagte: Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Erinnern wir uns daran, dass Abraham zwei Söhne hatte, Ismael und Isaak. Isaak wurde der Stammvater des jüdischen Volkes, diese nannte man später Israeliten. Im Grunde genommen ist das auf Prophet Jakob zurückzuführen, der Sohn von Isaak war. Jakobs Beiname war nämlich Israel, weshalb man bis heute alle, die von ihm stammen, die Söhne Israels oder Israeliten nennt. Ismael wurde wiederum der Stammvater des arabischen Volkes. Diese nannte man Ismaeliten. Gott sagte zu Moses, dass der zukünftige Prophet nicht von den Juden selbst, sondern von ihren Brüdern kommen wird. Die Brüder der Israeliten sind die Ismaeliten. Weil eben Isaak und Ismael Brüder waren und Mohammed gehörte zu den Ismaeliten. So offenbarte der allmächtige Gott Moses die erfreuliche Nachricht über den letzten bevorstehenden Propheten. Auch Jesus, der vorletzte bzw. der letzte Prophet aus der Linie der Israeliten, prophezeite die Ankunft Mohammeds. Einst sagte er: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. All diese Geschichten, Aussagen und Prophezeiungen kannte Bahira aus alten Büchern und Schriften. Als der junge Mohammed leibhaftig vor ihm stand, erinnerte er sich an all das Gelesene. Er erfuhr, dass Abu Talib der Onkel des jungen Mohammed war und suchte ihn unter den Gästen auf. O Abu Talib, gewiss, dein Neffe ist ein ganz besonderer und bemerkenswerter Junge. Ich rate dir, ihn sorgsam zu hüten und zu beschützen. Solche faszinierenden Wunder und Zeichen begleiteten Mohammed eben schon in seiner Kindheit. Manchmal war es eine Dürre, die nach Ankunft Mohammeds in die betroffene Region aufhörte, und manchmal eine einsame Wolke, dessen Schatten ihn vor der Hitze bewahrte. Auch die steinernen und hölzernen Götzen um ihn herum fielen nicht selten von alleine um und gingen zu Bruch. All das enthüllte eigentlich die besondere Verbindung Mohammeds mit dem allmächtigen Gott und das Zeichen seiner auserwählten Mission. Die Welt schien sein Wirken zu spüren, während er seine Wege durch das Leben bahnte. Als Kind bereits von göttlicher Führung begleitet, trug er das Schicksal der Menschheit auf seinen Schultern und war dazu bestimmt, als Prophet die Geschichte der Welt für immer zu prägen. Als Mohammed später das Erwachsenenalter erreichte, betrat er die Welt der Kaufleute. Immerhin hatte er all die Jahre wertvolle Erfahrungen bei den Reisen der Handelskarawanen seiner Onkel gesammelt. Mohammed war in Mekka als Al-Amin bekannt, also der Vertrauenswürdige. In dieser Zeit führte das Schicksal ihn zur Ehe mit Hadidscha, einer wohlhabenden und angesehenen Kauffrau in Mekka. Ihr Charakter und ihre Tugendhaftigkeit waren so vorbildlich, dass selbst die eitlen und chauvinistischen Araber sie nicht nur als Prinzessin von Mekka, sondern auch als Al-Tahira, also als die Reine, bezeichneten. Trotz vieler reicher und einflussreicher Verehrer lehnte Hadidscha all ihre Bewerber ab, bis sie Mohammed begegnete. Wie alle anderen war sie beeindruckt von seiner Weitsicht, seiner fehlerfreien Urteilskraft, seiner Höflichkeit und Großzügigkeit. Doch Mohammed hatte zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken an eine Ehe verschwendet und konnte sich die finanziellen Mittel für eine Brautgabe nicht leisten. Durch die geschickte Vermittlung einer guten Freundin von Hadidscha wurde die Ehe jedoch arrangiert. Als schließlich ihre Ehe begann, wurde es die glücklichste Zeit ihres Lebens, die 25 Jahre bis zu ihrem Ableben anhalten sollte. Diese außergewöhnliche Partnerschaft war von Liebe, Vertrauen und Respekt geprägt und sollte sich als tragende Säule für Mohammeds zukünftige Mission erweisen.
Hadidscha war nicht nur eine treue Lebensgefährtin, sondern auch eine starke Stütze für Mohammed. Ihre Geschichte erzählt von einer außergewöhnlichen Frau, die nicht nur als Unternehmerin glänzte, sondern auch als eine liebevolle Ehefrau und treue Gefährtin, die an der Seite eines großen Mannes stand und die Welt für immer veränderte. Als Mohammed das Alter von 40 Jahren erreichte, hatte man bemerkt, dass er sich vermehrt mit dem einen wahren Gott und dem Glauben an ihn beschäftigte, während er nach wie vor keinerlei Interesse an den Götzen der Mekkaner oder anderer arabischer Stämme zeigte. Getrieben von einem tiefen inneren Streben, sich der vollkommenen Wahrheit zu widmen, zog er sich in die Einsamkeit zurück und verbrachte nahezu die meiste Zeit in der Höhle auf dem Berg Hira. Eines Nachts, als Mohammed sich nach wie vor in der Höhle von Hira befand, wurde er vom Erzengel Gabriel besucht, der ihm verkündete, dass Allah, der allmächtige Gott, ihn als Propheten beauftragt hatte. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. Lies, denn dein Herr ist allgütig, der das Schreiben mit dem Schreibrohr lehrte. Lehrte den Menschen, was er nicht wusste. Als der Prophet aus der Höhle trat, erwartete ihn am Horizont die wundervolle Gestalt des Engel Gabriel in der schönsten Erscheinung, um den Propheten, das edelste aller Geschöpfe, zu begrüßen und zu ehren. Die Aura der Wahrheit durchdrang jeden Atemzug. Und alles um ihn herum schien den Propheten mit einem Friedensgruß zu begrüßen. Jedes Blatt, jeder Stein, jeder Baum und Grashalm. Als er nach Hause zurückkehrte, erkannte Hadidscha sofort die besondere Situation. Sie eilte herbei und umhüllte ihn mit einer Decke, spürte die Erschütterung, die den ganzen Körper des Propheten erfasst hatte, als ob er krank wäre. Doch es war keine körperliche Krankheit, es war die Wucht der göttlichen Offenbarung, die seinen Geist ergriffen hatte. In einem unerwarteten Augenblick, als die Erinnerungen an die Höhle von Hira noch frisch waren und niemand damit gerechnet hatte, ertönte eine weitere göttliche Botschaft. O du Eingehüllter, stehe auf und warne die Menschen. So begann für Prophet Mohammed eine neue Phase seines Lebens. Eine Zeit der Mission und des prophetischen Wirkens, in der er die Welt mit der Botschaft der göttlichen Einheit erleuchten sollte. Von diesem Moment an sollte die Geschichte der Menschheit nie mehr dieselbe sein. Es war der Anfang einer epischen Reise, die die Menschheit für immer prägen sollte. Nach den ersten beiden Offenbarungen folgten Tag für Tag oder in verschiedenen Zeitabständen weitere Offenbarungen. Engel Gabriel übermittelte die Worte Gottes, aus denen später der heilige Koran entstehen sollte, in poetischen Versen und reimenden Worten an den Propheten. Die Verse des edlen Koran wurden dem Propheten zu bestimmten Anlässen und Ereignissen offenbart, die für ihn unvorhersehbar waren. Trotz ihrer spontanen Offenbarung zeichneten sich die Verse durch makellose Schönheit aus und waren ein Beispiel für poetische Meisterschaft. Gabriel sprach sie in sein Ohr und der Prophet sprach die Worte aus. Die Zuhörer ringsum lernten diese Offenbarungen auswendig und schrieben sie sorgfältig auf Tafeln und Ledern nieder. So wuchs nach und nach der edle Koran heran, ein beeindruckendes Zeugnis der göttlichen Weisheit. Der edle Koran galt als das größte Wunder, das Mohammed zuteil wurde. Seine Reime und Struktur, trotz wechselnder Themen und Inhalte, waren einzigartig und nicht zu imitieren. Die Götzendiener lehnten die Botschaft des allmächtigen Gottes jedoch ab. Die Gebote Gottes an den Propheten umfassten nämlich viele neue Regeln, die die bestehende Gesellschaftsordnung in Frage stellten. Demnach sollten die grausamen Formen der Sklaverei abgeschafft und den Frauen mehr Rechte eingeräumt werden, einschließlich des Erbrechts. Gleichberechtigung für alle, unabhängig von Alter, sozialem Status oder Hautfarbe, wurde als höchstes Gebot betrachtet. Diese Gleichstellung galt nicht nur für die Menschen, sondern erstreckte sich auf alle Geschöpfe Gottes. Selbst Kamele sollten nicht mehr allzu schwer beladen werden. Im Zentrum dieser Gebote stand die Anbetung des einen einzigen Gottes und die Beseitigung der Götzenanbetung.
Vor allem störten diese Regeln die wohlhabenden Kaufleute von Mekka, da sie ihre kommerziellen Interessen bedrohten. Die Götzen dienten ihnen nämlich als Einnahmequelle, indem sie Pilger anzogen. Außerdem wollten sie ihre Sklaven, den Sklavenhandel und ihre Sitten nicht aufgeben. Entschlossen, an ihren alten Glaubensvorstellungen festzuhalten, kämpften sie gegen die wachsende Anhängerschaft des Propheten Mohammed an und setzten alles daran, um seine Mission zu unterdrücken. Die Anzahl der Anhänger des Propheten wuchs unaufhaltsam. Jeder, der den Glaubensbekenntnis »Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt« und bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, aussprach, trat dem Islam bei, einer Religion, die für Hingabe, Unterwerfung und Ergebung in den Willen Gottes steht. Inmitten der alltäglichen Konflikte und steigenden Spannungen missfiel dies den Götzendienern zutiefst. In ihrer Verzweiflung warfen sie dem Propheten und den Gläubigen böse Blicke zu, missachteten sie und griffen sogar zur Magie und Zauberei, ohne zu erkennen, dass sie in der Leere von Sinnlosigkeit und Boshaftigkeit schwebten und ihr Aberglaube sie immer mehr in die Irre führte. Ungeachtet dessen war der Trost des allmächtigen Gottes stets an der Seite des Propheten und der Gläubigen. Und der Allmächtige forderte mit einer Offenbarung den Propheten auf, die Zuflucht einzig und allein bei ihm, dem allmächtigen Gott, zu suchen. Sprich! Ich nehme meine Zuflucht zu dem Herrn des Morgenlichts, wenn es sich spreitet, vor dem Bösen seiner Schöpfung uns bereitet und dem Bösen allen Dunkels über uns gebreitet und vor dem Bösen jener, die den Zauber in die Knoten spaltet und vor dem Bösen eines Neiders, wenn die Missgunst ihn verleitet. Nahezu bei jedem Ereignis, mit dem der Prophet konfrontiert wurde, offenbarte Allah, der allmächtige Gott, seine zeitlosen Worte. Diese Offenbarungen waren während ihrer Enthüllung zwar an die Verweigerer gerichtet, reichten jedoch über sie hinaus und waren für die gesamte Menschheit bestimmt. Bei der Zeit. Der Mensch ist wahrlich im Verlust. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit sowie den Geduld empfehlen. Die Götzendiener waren inzwischen so verzweifelt, dass sie dem Propheten einen unverschämten, rücksichtslosen und sogar albernen Vorschlag machten. Mohammed, wir haben eine Idee. Wenn du dich einverstanden erklärst, ein Jahr lang unsere Götter zu verehren, werden wir im Gegenzug ein Jahr lang deinen Gott anbeten. Dann wären beide Seiten glücklich. Die Antwort erfolgte prompt, als Engel Gabriel die Worte Gottes eilends zum Propheten brachte. Allah, der Allmächtige, forderte den Propheten auf zu sprechen. Sprich, o ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und ich werde auch nicht dem dienen, dem ihr gedient habt, und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene. Euch eure Religion und mir meine Religion. Die Entschlossenheit des Propheten und die wunderbaren, zugleich poetischen Worte, die er spontan in unvorhersehbaren Situationen rezitierte, brachten die Götzendiener zunehmend durcheinander. Offensichtlich sorgte diese Verwirrung bei ihnen für Zweifel an ihren Götzen. Dennoch verharrten sie in ihrer Starrköpfigkeit sowie Gierigkeit und verschlossen weiterhin die Augen vor der Wahrheit. Inmitten hitziger Diskussionen bat eines Tages eine Gruppe von Götzendienern Prophet Mohammed um ein Wunder, das sie von der Wahrheit seiner Botschaft überzeugen sollte. Wenn du doch wirklich ein Prophet bist, der von Gott beauftragt wurde, dann bring uns ein Wunder. Spalte doch den Mond in zwei Hälften. Sie verlangten, dass der Prophet den Mond spalte, damit sie es alle mit eigenen Augen sehen und bezeugen könnten. Sie waren aber überzeugt, dass ein solches Wunder jenseits seiner Fähigkeiten lag. Als der Prophet aber tatsächlich die göttliche Erlaubnis erhielt, traf er sich an einem Abend mit den Ungläubigen. Als alle Anwesenden erwartungsvoll in den Himmel blickten, streckte der Prophet seinen Arm aus und zeigte mit dem Zeigefinger auf den Mond. Vor ihren Augen entfaltete sich ein wahrhaft überwältigendes und wundersames Schauspiel. Der Mond begann zu splittern und zu spalten. Das kann doch nicht wahr sein! Wahrlich, das ist Zauberei! Obwohl die Götzendiener dieses erstaunliche Wunder mit eigenen Augen gesehen hatten, blieben ihre Herzen unbeeindruckt.
Sie weigerten sich hartnäckig, den Islam anzunehmen, trotz ihrer vorherigen Versprechen. Ähnlich wie bei Prophet Moses, der seinen hölzernen Stab in eine lebendige Kreatur verwandelte und dennoch von den Ungläubigen als Zauberei abgetan wurde, bezeichneten auch die Ungläubigen von Mekka das Wunder des Propheten Mohammed als Zauberei und verschwanden in Ablehnung. Es war dieselbe Herangehensweise der Ungläubigen und Verweigerer wie zu Zeiten anderer Propheten. Doch die Mondspaltung war kein isoliertes Ereignis. In jener Nacht und zu jenem Zeitpunkt war sie, wenn auch nicht weltweit, an vielen Orten sichtbar. Der Mond wird bekanntlich nicht von allen Völkern der Erde gleich wahrgenommen. Eine Mondfinsternis kann in einem Land sichtbar sein, während sie in einem anderen unsichtbar bleibt. Mal ist sie partiell, mal total. In einer fesselnden indischen Überlieferung wird von König Chakravarti Farmat in Südindien erzählt, der hautnah die faszinierende Mondspaltung beobachtet haben soll. Später erreichte ihn die Nachricht von einem neuen Propheten aus Arabien, der den Mond gespalten haben soll. Diese mysteriöse Begebenheit fesselte seine Neugier und er fühlte sich von den Geschehnissen in jener Nacht angezogen. Schließlich hatte er die Mondspaltung mit seinen eigenen Augen gesehen. Die Kraft und Wahrheit dieses unglaublichen Phänomens überzeugten ihn zutiefst und sein Herz erlebte eine entscheidende Veränderung. König Farmat soll sich gründlich über den neuen Propheten informiert und die Geschehnisse in Arabien verfolgt haben und entschied sich dann endgültig dazu, zum Islam zu konvertieren. Von diesem Moment an begann seine faszinierende Reise in eine neue Welt des Glaubens und der Spiritualität. Es heißt, dass die Mondspaltung die Grundlage für die Entstehung der ersten muslimischen Enklave im indischen Subkontinent legte. Sie hinterließ einen bleibenden Eindruck auf die Geschichte und die Menschen in dieser Region. Die Mondspaltung sollte aber nicht das letzte Wunder sein, das Prophet Mohammed vollbringen und im Laufe seines Lebens erleben durfte. Im Laufe der Jahre verbreitete sich der Islam zunehmend und die Zahl der Muslime nahm stetig zu. Doch parallel dazu intensivierte sich die Unterdrückung gegen sie. Die Götzendiener beschlossen, die Muslime zu boykottieren. Demnach durfte niemand mit den Muslimen Handel betreiben, geschweige denn ihnen helfen. Niemand durfte Kontakt zu einem Muslim haben. Die Muslime wurden im Grunde genommen von der Gesellschaft ausgeschlossen. Diese Boykottregeln wurden feierlich in einem Pergament in der Kaaba festgehalten und versiegelt. Doch auch das entwickelte sich zugunsten der Muslime. Denn Prophet Mohammed prophezeite die Zerstörung des versiegelten Erlasses, obwohl er nicht in Mekka war und nicht in den versiegelten Erlass reinblicken konnte. Denn zu dieser Zeit befand sich der Prophet zusammen mit den Gläubigen außerhalb von Mekka, in einem Bergpfad, wohin sie aufgrund der zunehmenden Unterdrückung gezogen waren. Dort lebten sie in Armut und unter extrem schwierigen Bedingungen. Als die Götzendiener von der Prophezeiung hörten, versammelten sie sich, um nach dem Erlass Ausschau zu halten und herauszufinden, ob es mit der Prophezeiung des Propheten etwas auf sich hat. Alle sind anwesend. Lasst uns nun den Erlass aus der Kaaba holen. Als sie den versiegelten Erlass aus der Kaaba holten und öffneten, fanden sie nur ein von Würmern zerfressenes Pergament, auf dem sämtliche Buchstaben und Wörter vernichtet waren, bis auf den Namen des allmächtigen Gottes, Allah. Die Götzendiener mussten einsehen, dass ihre Maßnahme erfolglos war. Egal, ob sie im großen Stil oder im Alltag handelten, die Dinge neigten sich stets zugunsten der Muslime. Der zerfressene und zerstörte Erlass wurde somit für nichtig erklärt. Doch die negative Einstellung gegenüber den Muslimen blieb weiterhin bestehen. Viele Jahre vergingen und Prophet Mohammed predigte unermüdlich, verkündete die Verse, die Worte Gottes, die ihm durch Engel Gabriel offenbart wurden. Die Verse behandelten verschiedene Themen und wurden je nach Ereignis offenbart. Mal waren es Ratschläge, mal Vergleiche und Warnungen und mal klare Befehle des allmächtigen Gottes. Doch sie alle waren einzigartig. Worte von höchster Poesie. Selbst die angesehensten Dichter seiner Zeit waren überfordert. Beim Rezitieren dieser Worte verstummten sogar die feindseligen Ungläubigen. Der Islam fand immer mehr Anhänger. Sogar Menschen aus ganz anderen Stämmen schlossen sich dem Propheten an. Die beeindruckenden Worte vermochten sogar die steinernen Herzen der Verweigerer zu berühren. Doch für den Propheten sollte ein weiteres Wunder folgen.
Ein Wunder, das die Grenzen unserer bekannten Realität sprengte. Eines Nachts wurde Prophet Mohammed aus seinem Bett abgeholt und mit einem besonderen Wesen namens Burak, das offensichtlich aus einer anderen Dimension stammt, nach Jerusalem gebracht. In Anwesenheit des Erzengels Gabriel stieg er von dort in den Himmel auf. Eine Reise, die die Grenzen des Vorstellbaren übertraf und die göttliche Verbindung des Propheten mit einer höheren Wirklichkeit offenbarte. Obwohl dieses Ereignis als Himmelfahrt bezeichnet wird, wird deutlich, dass es sich um eine Erfahrung handelte, die weit über das bloße Überqueren von Wolken hinausging. Die Tatsache, dass Engel Gabriel später ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mitreisen konnte und der Prophet die Reise alleine fortführte, legt nahe, dass es sich um eine Reise in eine andere Dimension jenseits unseres Universums sowie unserer Realität handelte. Die Himmelfahrt war ein beispielloses Abenteuer, bei der Raum und Zeit ihre üblichen Regeln zu verlieren schienen. Der Prophet durchquerte 7 geheimnisvolle Sphären, bis er schließlich das Tor, oder wie wir es heutzutage nennen mögen, das Portal zum Geheimnis aller Geheimnisse erreichte. In dieser atemberaubenden Reise erlebte er eine unvergleichliche Fülle von Eindrücken. Die Sphären enthüllten ihm unzählige Engel in verschiedensten Gestalten. Er traf die Propheten Jesus, Moses, Andreas, Noah, Abraham und viele weitere, die vor ihm kamen. Doch das war noch nicht alles. Er wurde Zeuge von Farben und Schattierungen, die seine Worte nicht zu beschreiben vermochten. Nach der Durchquerung der 7. Sphäre erreichte der Prophet einen Ort namens Haus Marmor. Dieser Ort galt als Pilgerstätte zahlreicher Engel, die hier ein Ritual abhielten, vergleichbar mit der Pilgerfahrt zur Kaaba im Diesseits. Demnach begaben sich unvorstellbare Anzahl an Engeln kontinuierlich und abwechselnd zu diesem Ort, um ihr Ritual zu vollziehen. Bei genauerer Betrachtung der Erzählungen des Propheten scheint dieser Ort eine Art Parallelwelt zur irdischen Pilgerstätte zu sein, vielleicht sogar das rituelle Zentrum aller Dimensionen. Schließlich erreichte Prophet Mohammed den Sidrat al-Muntaha, also den Baum an der äußersten Grenze, den niemand überschreiten kann. Ab diesem Zeitpunkt erschien ihm der Erzengel Gabriel in einer völlig anderen Form, in seiner wahren Form, wie der Prophet später erklärte. Die Dimension, in der sie sich befanden und ohnehin schon unerklärlich war, schien sich in eine ganz andere entwickelt zu haben. An diesem mystischen Ort sagte Engel Gabriel zu Prophet Mohammed, dass er ihn von nun an nicht mehr begleiten könne. Die Fortsetzung seiner Begleitung würde Gabriels Vernichtung bedeuten. Der Prophet setzte seine Reise allein fort. Auf dem Weg zum Geheimnis aller Geheimnisse vernahm der Prophet den Klang eines schreibenden Stifts, dessen Lautstärke die gesamte Dimension mit seinem Schall eroberte. Schließlich erreichte der Prophet den Ort, wenn man das so sagen darf, an dem der Ewige, der Unendliche, der Allmächtige und der Allwissende, unabhängig von Raum und Zeit und allen möglichen Dimensionen existierte. Er war da, wie als ob sein Dasein kein Anfang und kein Ende hatte. Seine Existenz ließ den Propheten nun mehr verstehen, dass er immer existierte und immer existieren wird. Die Zeit spielte keine Rolle, der Ort war kein Ort und die Dimension war im wahrsten Sinne des Wortes die pure Wirklichkeit. In diesen mystischen Augenblicken entfaltete sich eine Schönheit, die jenseits unserer irdischen Vorstellungskraft lag. Der Prophet wurde mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die unsere Sinne überstieg und unser Verständnis herausforderte. Es war ein Moment der Offenbarung, in dem das Göttliche mit dem Menschlichen verschmolz und die Grenzen der Erkenntnis verschwammen. Ob der Prophet den allmächtigen Gott gesehen hat oder sehen konnte, weiß man im Grunde genommen bis heute nicht genau. Sicher ist aber, dass er mit der puren Existenz und Wirklichkeit Gottes konfrontiert war. Das Schauen zu ihm oder die Fähigkeit des Sehens scheint in diesem Fall eine Art von Definition zu erfahren. Gott wird oft als eine transzendente Entität beschrieben, die jenseits unserer Vorstellung von Raum und Zeit existiert. Dies bedeutet, dass er nicht an die Begrenzungen und Beschränkungen gebunden ist, die in unserer physischen Realität vorhanden sind. Sein Sein erstreckt sich über alle Dimensionen hinaus, die wir uns vorstellen können, und sogar über jene, die uns völlig unbekannt sind.
In seiner Unabhängigkeit von den uns vertrauten physikalischen Gesetzen liegt die Vorstellung, dass Gott nicht von den Regeln beeinflusst wird, die unsere Welt kontrollieren. Er ist nicht an die Gesetze der Physik oder der Natur gebunden, die für uns gelten. Stattdessen ist er die Quelle dieser Gesetze, der Ursprung von allem, was existiert. Gott ist nicht auf eine einzige Dimension oder Realität beschränkt. Er ist nicht auf eine bestimmte räumliche oder zeitliche Ausdehnung festgelegt, sondern vielmehr in der Lage, alle Dimensionen und Zeiträume zu umfassen. Dies impliziert, dass er in der Lage ist, gleichzeitig in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft präsent zu sein, ohne an die lineare Abfolge von Ereignissen gebunden zu sein. Alles, was in unserer Realität geschah, geschieht und geschehen wird, ist für den allmächtigen Gott somit bereits geschehen. Wir Menschen hingegen müssen auf die lineare Abfolge der Geschehnisse warten und diese erst erleben, damit wir sie realisieren und als geschehen bezeichnen können. Eben genau daraus resultiert sich auch das Schicksal bzw. die Vorherbestimmung. Als der Prophet mit der Existenz Gottes konfrontiert war, konnte er all das besser denn je verstehen und begreifen. Nach dieser unvergesslichen Reise teilte der Prophet seine Erlebnisse mit seinen Gefährten, doch er gestand, dass einige Eindrücke so überwältigend waren, dass sie in ihrer Pracht und Tiefe nicht in Worte zu fassen waren. Für den Propheten war es wahrlich nicht leicht. Auf der einen Seite stand die unbestreitbare Wahrheit, das Übernatürliche und das erlangte Wissen, auf der anderen Seite jedoch die Ignoranz, die es den Gläubigen nicht leicht machte. Unter diesen Umständen sahen sich die Gläubigen gezwungen, Mekka zu verlassen und in Medina Schutz zu suchen. Zu Beginn zogen die schwachen und schutzbedürftigen Muslime nach Medina. Nach und nach verließen sie in kleinen Gruppen ihre Heimat. Die Situation verschärfte sich, als es zu einem bedrohlichen Punkt kam. Die Götzendiener planten nämlich einen nächtlichen Angriff, ein Attentat auf den Propheten. Inmitten dieser Gefahr erhielt Prophet Muhammad eine Offenbarung zur Auswanderung. In einer stillen Nacht verließ er zusammen mit seinem treuen Freund Abu Bakr die Stadt, während sein Neffe Ali zur Tarnung sich ins Bett des Propheten legte. Da, er liegt im Bett. Lasst uns rein und die Sache endgültig beenden. Als die Attentäter das Haus stürmten, wurden sie unerwartet mit Ali, dem mutigen Beschützer, dem Löwen Gottes, konfrontiert. Ihr finsterer Plan, den Propheten zu ermorden, war durch Gottes Hilfe gescheitert. Die Götzendiener waren entschlossen, um jeden Preis zu verhindern, dass der Islam sich weiter ausbreitet. Sie eilten durch die Wüste, um den Propheten und seinen Gefährten vor Medina einzuholen und zu töten. Die Spuren führten sie immer näher an ihr Ziel heran. Als Prophet Muhammad und sein Begleiter spürten, dass die Ungläubigen ihnen auf den Fersen waren, suchten sie Zuflucht in einer abgelegenen Höhle. 3 Tage verharrten die beiden dort, in geduldiger Hingabe an Gott, obwohl die Lage beängstigend war. In einer Höhle ohne Ausweg und mit Feinden, die jeden Moment auftauchen konnten. Doch am Morgen des 3. Tages entfaltete sich etwas Wundersames. Über Nacht hatte eine Spinne ihr Netz am Höhleneingang gesponnen, so dicht und makellos, als ob sie seit Jahren dort gewesen wäre. Und direkt vor dem Höhleneingang befand sich ein Taubennest, in dem eine Taube ohne Furcht ihre Eier ausbrütete. Die Götzendiener tauchten am Horizont auf und näherten sich der Höhle, um nachzusehen, ob der Prophet sich darin versteckt hatte. Beim Anblick des Taubennestes dachten sie, dass niemand in der Höhle sein könne. Doch der Gedanke, dass der Prophet vielleicht geschickt genug war, um unbemerkt hineinzugelangen, ließ sie nicht los. Als sie näher kamen, bemerkten sie das Spinnennetz, das wundersamerweise ziemlich alt aussah. Schaut, das Spinnennetz am Höhleneingang! Sie können unmöglich hier sein. Wir sollten keine Zeit verschwenden und weiterziehen, sonst verlieren wir sie endgültig, sagte einer von ihnen überzeugt. Sie waren sicher, dass niemand in der Höhle sein konnte und zogen weiter. So beschützte der allmächtige Gott seinen Propheten mit einer Armee aus einer Taube und einer Spinne sowie ihr Netz, deren Anblick die Götzendiener dazu brachte, überhastete Entscheidungen im Hitze des Augenblicks zu treffen. Die Menschen in Medina hatten sehnsüchtig auf die Ankunft des Propheten gewartet. Nach Tagen der Unsicherheit tauchte am Horizont endlich die Silhouette des Propheten und seines treuen Freundes auf. Sie hatten es geschafft,
und erreichten triumphal Medina, wo sie von den Menschen und Gläubigen herzlich empfangen wurden. Die Ära der Verfolgung und Unterdrückung war vorbei und eine neue Phase mit ganz eigenen Herausforderungen begann. Die wachsende Glaubensgemeinschaft fand schnell zusammen. Bei der Formung dieser Gemeinschaft spielte das gemeinsame Bauprojekt und die entstandene Moschee eine entscheidende Rolle. Jeder beteiligte sich, einschließlich des Propheten selbst, und während der Bauarbeiten erklangen heitere Lieder. Es war der Beginn einer neuen Gemeinschaft, der Umma der Muslime. Ihre Einheit gründete sich auf dem Glauben an den einen Gott, dessen Botschaft durch Mohammed, seinen letzten Propheten, übermittelt wurde. Fünfmal am Tag hallte der Ruf des Muezzin und sie versammelten sich in der Moschee zum gemeinsamen Gebet. Dort beteten sie in Reih und Glied hinter dem Propheten, lauschten seinen Predigten und nahmen an Versammlungen teil, in denen er ihnen die Lehren des Himmels verkündete. Die Stadt Medina war für ihre jüdischen Bewohner bekannt, die aus Mekka ausgewanderten Muslime freundlich empfangen hatten. Eines Tages suchten einige Juden den Propheten auf, um mehr über den allmächtigen Gott zu erfahren, von dem der Prophet berichtete. O Muhammad, erkläre uns deinen Herrn und seine Abstammung, denn er hat sich und seine Abstammung in der Tora beschrieben. Allah, der allmächtige Gott, offenbarte die folgenden Worte. Sprich, er ist Allah, nur ein. Allah ist der Herrscher, sonst kein. Zeugte nicht und ward auch nicht gezeugt. Und nichts und niemand ist gleich sein. Zu verschiedenen Zeiten und Ereignissen offenbarte der allmächtige Gott seine Worte durch Engel Gabriel an den Propheten, und so wuchs der edle Koran immer mehr heran. Es schien, als ob die Offenbarungen von den Ereignissen abhängig wären. Es schien aber auch, als ob die Ereignisse darauf warteten, zu geschehen, damit die edlen Worte enthüllt würden. Doch offensichtlich war es weder das eine noch das andere. Vielmehr manifestierte sich die Perfektion, Zeitlosigkeit und Unabhängigkeit Gottes sowie seine Fähigkeit, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft präsent zu sein. Der edle Koran war nämlich bereits im Gottesreich geschrieben. Die Worte warteten nur auf die passenden Momente, um für uns Menschen offenbar zu werden. Es waren zeitlose Worte, die in allen Epochen und Zeitalter der Welt ihre Gültigkeit wahren sollten. Während die Dinge in Medina positiv verliefen, setzten sich in Mekka die Pläne und Intrigen fort. Die Götzendiener waren entschlossen, sich nicht mit dem Scheitern ihres Mordplans gegen Prophet Muhammad und seinem erfolgreichen Entkommen abzufinden. Was sie in Mekka gegen einzelne Muslime nicht durchsetzen konnten, wollten sie nun mit aller Entschlossenheit vollenden. Die Anhängerschaft des Islam wuchs weiter und damit auch das Ansehen der Stadt Medina, und die Götzendiener sahen ihren Einfluss schwinden. Gelegentliche Überfälle auf Handelskarawanen der Gläubigen konnten die wachsende Anhängerschaft der Muslime nicht mindern. In ihrer Verzweiflung erkannten die Ungläubigen schließlich nur noch eine Möglichkeit, ihre Macht zu behalten: die Auslöschung der muslimischen Gemeinde in Medina. Sie entsandten eine Armee, um mit voller Härte gegen die Muslime vorzugehen. Bisher war dem Propheten auferlegt worden, nicht zu den Waffen zu greifen, und er hatte seine Gefährten sowie die Gläubigen vor bewaffneten Auseinandersetzungen zurückgehalten. Doch als die Situation sich zuspitzte und das Leben der Gläubigen ernsthaft bedroht war, erging eine Offenbarung von Allah, dem allmächtigen Gott. Die Erlaubnis zum Kampf ist denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Denen, die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagen, unser Herr ist Allah. Inmitten dieser neuen Situation hob der allmächtige Gott das zuvor bestehende Kampfverbot auf und gestattete den Muslimen nun den Einsatz von Waffen zur Selbstverteidigung. Mit vierfach größerer Armee und vielen Reitern waren die Götzendiener den Muslimen weitaus überlegen. Doch die Muslime ließen sich nicht entmutigen. Als sich beide Armeen in Badr gegenüberstanden, entbrannte die Schlacht. Die Muslime kämpften mit Gottes Beistand und einer ausgeklügelten Verteidigungsstrategie, die letztendlich in einem glorreichen Sieg mündete.
Die Götzendiener waren von der Kampfkraft der Muslime und ihrer taktischen Raffinesse derart schockiert, dass sie in hastiger Flucht das Schlachtfeld verließen. Die Schlacht von Badr markierte zwar den Anfang, war jedoch nicht der letzte bewaffnete Konflikt. Manchmal erreichte die Unterdrückung und die anhaltenden Angriffe der Ungläubigen einen Punkt, an dem Allah, der allmächtige Gott, den Muslimen den Befehl zum Kampf erteilte. Erschlagt die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Wenn sie aber bereuen, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und gnädig. Diese Worte galten jedoch nicht für alle Götzendiener bzw. Ungläubigen, sondern für eine spezifische Gruppe, die zu jener Zeit den Muslimen Schlimmes tat. Heutzutage behalten solche Verse natürlich ihre Relevanz, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Umstände denen zum Zeitpunkt der Offenbarung ähneln. Denn die Verse des Korans haben ihren Ursprung in historischen Ereignissen von damals. Der Koran ist unter anderem in zwei Kontexte unterteilt: Kriegszeiten und Friedenszeiten. Verse, die in Kriegszeiten gelten, sind in Friedenszeiten nicht anwendbar, während Verse, die in Friedenszeiten Gültigkeit haben, auch in Kriegszeiten empfohlen werden. Dementsprechend griff der Prophet nur dann zu den Waffen, wenn es Allah erlaubte, als er von Feinden angegriffen wurde und um sein Überleben zu sichern, und erschöpfte alle friedlichen und diplomatischen Mittel bis dahin. In Kriegszeiten gab er die Anweisungen, Kirchen und andere Gebetsstätte zu respektieren, den Frauen gegenüber nicht die Hand zu heben, Kindern und Jugendlichen nicht zu schaden, ältere Menschen zu verschonen und Bäume bzw. die Natur nicht zu zerstören. Es waren quasi dieselben Regeln, die auch in Friedenszeiten galten und in Kriegszeiten ebenfalls beachtet werden sollten. Diese Anweisungen gab er in einer Zeit, in der bei bewaffneten Konflikten wenig Rücksicht genommen wurde. Im Kern führte der Prophet mit diesen Anweisungen im Grunde das Kriegs- und Völkerrecht ein, das in anderen Teilen der Welt erst im 18. und 19. Jahrhundert tatsächlich Gestalt annahm. Es zeigt das tiefe Mitgefühl des Propheten und seine Bemühungen, Reformen in allen Lebensbereichen herbeizuführen. In seinen 23 Jahren als Prophet führte er insgesamt nur 2 Monate kriegerische Auseinandersetzungen und verteidigte sein Recht auf Leben, seine Ehre und seine Besitztümer. Manchmal waren die Kämpfe eine Lehre, eine Lektion für die Muslime selbst und stellte ihre Loyalität auf die Probe. Manchmal griff der allmächtige Gott mit unerwarteten Wundern und Ereignissen auf dem Schlachtfeld ein, um den Muslimen beizustehen und zu zeigen, dass nichts unmöglich ist, wenn er es erlaubt. Eines Tages wurde ein Waffenstillstandsvertrag zwischen den Muslimen und den Götzendienern geschlossen, der jedoch kurz darauf von den Götzendienern gebrochen wurde. Dies markierte den Beginn des endgültigen Sieges der Muslime. Denn die Zeit war schon längst gekommen, die Zitadelle des Islam von der Götzendienerei zu befreien und die Herrschaft der Unterdrückung in Mekka zu beenden. Im Monat Ramadan brach der Prophet mit einer beeindruckenden Streitmacht von 10.000 Männern auf und betrat die heilige Stadt Mekka. Mekka wurde von den Muslimen ohne Widerstand erobert. Der Prophet betrat die Kaaba höchstpersönlich. Während er mit seinem Stab die Götzen stieß, sprach er die von Gott gesandten Worte aus. Die Wahrheit ist gekommen, die Falschheit ist verschwunden. Wahrlich, die Falschheit ist zum Verschwinden bestimmt. Mit einem sanften Stoß seines Stabes fielen die Götzen schon um, als hätten sie darauf gewartet, endlich zu zerbrechen. Doch nicht nur die Götzen fielen, jeglicher Aberglaube, jede Falschheit, das Schlechte und die Unterdrückung fielen. An diesem Tag brach die Ungerechtigkeit zusammen. Allah, der allmächtige Gott, hatte durch seinen letzten Propheten Mohammed die Religion für alle Menschen bestimmt und vervollkommnet. Dieser Gott sprach einst zu Adam, Noah, Abraham, Moses und Jesus. Der Name Allah tauchte nicht zum ersten Mal im Koran auf. Selbst in der alttestamentlichen Bibel, im Tanach und in der Tora wird der allmächtige Gott als Eloch bezeichnet. Ein zeitloser Name, der sich durch die verschiedenen semitischen Sprachen in leicht unterschiedlichen Schreibweisen und Aussprachen widerspiegelt.
Die endgültige Religion für die Menschheit sollte der Islam sein und das abschließende Buch, der edle Koran, alle vorherigen Schriften ersetzen. Die früheren Schriften wurden nach dem Tod der verschiedenen Propheten von den Menschen verfälscht und geändert. Der unverfälschte Koran dient hingegen als klarer Leitfaden für die Gläubigen und bietet einen Ausweg aus den Irrungen der alten verfälschten Schriften. Im Gegensatz zur Bibel, die aus verschiedenen Büchern, Schriften und Briefen besteht, ist der Koran ein einziges Buch mit klaren Kapiteln und Themen, ausschließlich das Wort Gottes. Eloch, Elohim, Elah bzw. Allah, der allmächtige Gott, hat allen Propheten direkt oder indirekt Gebote und Anweisungen gegeben, die niedergeschrieben und zu Büchern wurden, wie zum Beispiel die Tora. Die Sammlung dieser Schriften und Büchern nennt man die Bibel. Dabei teilt sich die Bibel in zwei Kategorien auf, das Alte und das Neue Testament. Das Alte Testament umfasst alle Schriften und Bücher, die an die Propheten bis einschließlich Moses gegeben wurden. Diese wurden im Laufe der Zeit verändert und verfälscht. Aus diesem Grund beauftragte Allah, der allmächtige Gott, Jesus als Propheten. Jesus erhielt auch Gebote, die jedoch nicht so umfangreich waren, dass sie ein Buch ergeben würden. Seine Aufgabe war vielmehr, die Juden zu warnen und die Gebote der Tora wiederherzustellen, die sie nicht mehr befolgten und nach ihren Bedürfnissen verändert hatten. Obwohl Jesus keine vollständig neue Religion gründete, wurden dennoch neue Schriften in seinem Namen verfasst und eine neue Religion gegründet. Etwa 70 Jahre nach Jesus begann nämlich das Christentum, wie wir es kennen, allmählich Form anzunehmen. Paulus, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes verfassten die Texte und Verse, die nach ihren Namen benannt sind und heute als das Neue Testament der Bibel bekannt sind. Sowohl griechische Begriffe wie Christus, als auch die Trinität, das Verständnis der Dreieinigkeit und die Auffassung, dass Jesus der Sohn Gottes sei, und eine Menge weiterer Dinge entstanden viele Jahrzehnte und Jahrhunderte nach Jesus. All diese Begriffe und Aspekte gehen nicht auf die Predigten von Jesus oder die göttlichen Gebote an ihn zurück. Jesus brachte weder eine Religion namens Christentum, noch nannte er sich selbst Christus, und seine Anhänger wurden von ihm nicht als Christen bezeichnet. Das Christentum entwickelte sich im Laufe der Zeit nach Jesus, und seine Anhänger nannten sich Christen. Christen glauben an die gesamte Bibel, also sowohl an das Alte als auch an das Neue Testament. Juden hingegen akzeptieren nur das Alte Testament und die Propheten bis einschließlich Moses. Selbst im Koran, dem letzten Wort Gottes, wird nicht wörtlich von Christen gesprochen, sondern von Nasara, was so viel bedeutet wie Nazarener oder die Anhänger bzw. Unterstützer von Jesus. Der Begriff Christentum oder Christen wird lediglich in Übersetzungen für das Wort Nasara verwendet. Mit dem letzten Propheten, den er auserwählt, und dem letzten Buch, das er offenbart hatte, besiegelte Allah, der allmächtige Gott, die Vollkommenheit des Islam als die endgültige Religion für die Menschheit. Der Islam sollte die Essenz aller ursprünglichen Religionen sein, der Koran eine Zusammenfassung aller Schriften in ihrer ursprünglichen Form und Prophet Muhammad der Siegel aller Propheten und Gesandten. 2 Jahre nach der friedlichen Eroberung von Mekka verabschiedete sich der Siegel aller Propheten und verstarb im Alter von 62 Jahren. Der letzte Vers, den er erhielt, lautete: Und fürchtet den Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele das zurückerstattet, was sie erworben hat, und ihnen wird kein Unrecht geschehen.